Liste des Bunte New Faces Awards in der Kategorie Film kann sich auch dieses Jahr wieder sehen lassen. Hier laufen die jungen Talente der Filmbranche neben den alten Hasen der TV-Landschaft über den roten Teppich. Moderator Steven Gätjen führt durch den Abend und feiert gemeinsam mit den rund 600 Gästen im Berliner E-Werk die Gewinner. Lina Larissa Strahl und Lisa Marie Koroll bekommen für ihre Rollen in Bibi und Tina den Sonderpreis. Bester Nachwuchsschauspieler ist in diesem Jahr Dennis Moyen. Für seine Rolle im Franken-Tatort überreicht ihm Bettina Zimmermann den Roten Panther. Und er sorgt mit seiner Rede für den Kreischmoment des Abends. Wow, du bist die Beste. Die beste Nachwuchsschauspielerin Viktoria Schulz nimmt den Preis nicht selbst in Empfang. Per Skype wird sie von ihrem Wohnzimmer ins E-Werk übertragen und das hat einen süßen Grund. Erst am Tag zuvor hat sie ihr Baby bekommen. Über Nachwuchs in Sachen Preise darf sich auch Rick Ostermann freuen. Er erhält von Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel den New Faces Award für den besten Debütfilm. Und das sind sie, die strahlenden Gewinner des Abends.